brutto monatlich, dann seid ihr ja schon über den Freibetrag, ne? Ihr müsst alle eure Einnahmen zusammen, dürfen nicht mehr als 8040 im Monat sein, ach im Jahr sein, ne? Das heißt, ihr dürft mit hauptberuflich und Nebentätigkeit nicht über 8040 Euro kommen. Übrigens, falls ich jetzt was Falsches sage und da sind irgendwelche BWLer oder so unter euch, bitte schreibt es in die Kommentare. Also ich bin da natürlich jetzt nicht der Profi. Ist ja auch gar nicht mein Gebiet. Ich bin Informatiker. Aber ihr müsst auf jeden Fall für sowas immer ein Gewerbe anmelden. Und müsst das natürlich dann ab 8040, da ist die Grenze, versteuern. Ne? Und durch, da gebt ihr dann auch ordentlich was ab, Freunde. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel ist es. Wenn ihr zum Beispiel durch YouTube Geld verdienen würdet oder so, ich glaube, weiß nicht, ich glaube immer knapp die Hälfte müsst ihr abgeben. Wenn ihr, weil da müsst ihr auch als Selbstständiger, als hauptberuflicher Selbstständiger müsst ihr ja den ganzen Kram wie Krankenkassen und so müsst ihr alle selber blechen. Weil normalerweise zahlt er euch das ja euer Arbeitgeber, aber wenn ihr hauptberuflich Gewerbetreibender seid, müsst ihr das bezahlen. Den ganzen Kram wie Krankenkasse und was weiß ich nicht, was ihr da noch alle habt, da zahlt ihr selber, Freunde, ne? Und bei Sanktionen und so ist es dann nachher immer so, das ist der kleine Mann zahlt, lol, habt ihr den Fort gesehen? Der kleine deutsche Bürger zahlt's nach. Das finde ich halt schade. Ich meine, man denkt da quasi gar nicht richtig über die Sanktionen drüber nach, sondern es werden einfach Sanktionen verhängt und ja, ihr müsst sehen, wie er klarkommt. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, ne? Ist natürlich ein bisschen Kritik, aber mit Kritik muss man umgehen können. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, Freunde, ich würde mich freuen darüber, weil ich finde das ein heikles Thema und ich freue mich da immer über jede Art von Meinung. Ihr müsst natürlich nicht meiner Meinung sein, wenn ihr jetzt sagt, Heikes, du bist ein Assi, ich habe diese Meinung, dann ist das vollkommen okay. Ne? Dann lese ich mir diese Meinung durch und gebe vielleicht auch mein Statement dazu ab. Alles gar kein Problem. Ne? Aber es muss natürlich Meinung sein, die man auch vertreten kann. Ne? Also, finde ich jetzt, ne? Oder auch begründen, warum ich Unrecht habe. Ne? Auch ein bisschen belegen und so. Nicht einfach schreiben, Heik schon, du hast Unrecht. Schrieb der neunjährige Peter aus der Hauptschule oder so. Keine Ahnung, ne? Und hat sich noch nie mit dem Thema befasst. Das mag ich, das finde ich dann auch nicht so gut. Also es sollte schon einen Grund geben, warum ihr gegen diese Meinung seid. Oder warum ihr meint, dass meine Meinung falsch ist. So, by the way, wir haben jetzt schon 80%, das heißt, wir haben in der kurzen Zeit schon 3% gemacht. Holy crap, was ist da los? Cut, boah, Joel-mäßig, 12 Stück schon. Holy shit. Ich weiß, irgendwie habe ich Pech, oder? Weil irgendwie droppe ich keine Karten. Irgendwie. Also hier mal hin und wieder nur die Arse kaum. Und damit kann man so viel Cash machen, Freunde. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall auch mal so ein bisschen farmen. Auch mal offscreen. Ich denke mal, einfach mal stumpf farmen ist okay. Weil, Leute, wir wollen vorankommen. Vorankommen, dafür brauchen wir Geld. So. Wenn ihr jetzt normaler Spieler seid, dann könnt ihr das natürlich alle immer spielen, wann ihr wollt. Aber ich bin Let's Player und muss das ja natürlich auch aufnehmen. Und darf natürlich jetzt nicht zu weit. Wenn ich jetzt bis Level 110 levele, dann denkt ihr auch, was ist das eigentlich für ein Bastard? Ne? Dann habe ich zwar gefarmt, aber ich kriege ja auch XP dafür. Ne? Dann denkt ihr auch, was ist das für ein Bastard? Ist jetzt schon Level 110 und überspielt das ganze Let's Play. Schlimm. Das wollen wir dann. So, oh, jetzt habe ich schon wieder irgendwie Taubenarm. Ah, Taubenarm. Ah ne, die wollen wir nicht. Da bist du. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ja, religiöse Themen möchte ich ein. Da hat mich auch schon mal wer angesprochen, auf das Thema hat gefragt, Alexun, sag mal deine Meinung bitte, was gerade läuft hier mit Israel und Palästina. Wie ist ja eigentlich Palästina, glaube ich, ne? Sag mal deine Meinung dazu, Alexun, würde mich mal gern interessieren, Freunde. Ja, habe ich mir auch geschrieben. Erstmal kenne ich mich damit überhaupt nicht aus, Freunde. Wirklich überhaupt nicht. Ich weiß wirklich gar nicht, was da läuft. Ich lese das zwar immer in der Zeitung hin und wieder mal, aber ich habe da wirklich überhaupt keinen Plan von.
zweitens finde ich, also ich weiß nicht, ich bin Christ. Natürlich hat das jetzt mit Religion jetzt auch nicht viel zu tun, aber ich finde, es sind da auch erstmal ganz andere Kulturen auch, die da auch auf sich treffen. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut beurteilen kann. Und zweitens, nee, ich glaube, das ist eh schon der dritte oder vierte Punkt, möchte ich mich da ungern auf eine Seite schlagen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin für Palästina oder so, dann würden alle ankommen, die für Israel sind und würden sagen, Herr Heiks, du bist richtiger Asozialer. Wenn ich jetzt für Israel wäre, würden die ganzen Palästinenser ankommen, Heiks, du bist richtiger Asozialer. Das heißt, egal auf welche Seite ich mich stelle, ich bin am Ende des Tages immer der Asoziale. Ne, und Freunden, deswegen tut mir einfach leid, aber über sowas möchte ich echt nicht reden. Finde ich, ist ja auch, denke ich mal, verständlich, oder? Denke mal, ihr seid mir da auch nicht böse. Dass ich da über religiöse Themen und sowas dann auch nicht sprechen möchte. Könnt ihr, denke ich mal, verstehen. So, weiter geht's hier. Übrigens, ich habe immer noch mein iPhone. Ich habe gemerkt, dass mein Vertrag, der läuft, nächstes Jahr läuft der aus. Da bin ich aber auch schon 18. Dann werde ich mir auch einen eigenen Vertrag machen. Wer weiß, was es bis dahin schon für Handys gibt. Mal schauen, ich denke mal, ich werde mir dann wieder ein iPhone holen. Jetzt wird es ja demnächst das iPhone 6 geben. Eventuell, wenn bis dahin der Führerschein schon abbezahlt ist, komplett abbezahlt ist, mein Auto, kriege ich ja umsonst von meinem Vater und ich eventuell schon Motorrad habe und alles finanziell bei mir richtig gut läuft. Ich weiß nicht, ob ich dann eventuell beim iPhone 6 schwach werde. Man weiß es nicht, ne? Wenn man dann so im Laden, ihr kennt das ja alle, ne? Ihr geht da mit Geld irgendwo im Laden rein, sagt so, nein, ich muss sparen. Ich kaufe mir jetzt auch heute nichts. Hab kein Geld für die Scheiße hier, ne? Kennt ihr alle. Und dann seht ihr irgendwie ein geiles Spiel oder ein iPhone oder was weiß ich, im Fernseher, keine Ahnung. Und ihr habt aber das Geld, Freunde. Ihr kennt's doch alle, oder? Dann werdet ihr doch schwach. Sagt mal ganz ehrlich, ne? Kennt ja jeder. Ihr sagt, ach, ich habe so viele Games, ich muss erstmal das eine durchzocken. Dann seht ihr da, was weiß ich, das neue Call of Duty oder so. Und dann ist es doch schon automatisch, wandert das doch schon im Einkaufswagen, ohne dass ihr was macht, Freunde, oder? Sagt mal ganz ehrlich. Oder wenn Steam Sale wieder ist, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel unnötiges Geld ich immer im Steam Sale, im Summer Sale auch alleine lasse. Ich habe so viele Spiele, die ich noch nicht einmal angespielt habe, ne? Aber dann der Summer Sale, der verleitet einen echt immer so viel Geld dazu lassen, ohne Spaß. Obwohl man sich mal so sagt, nein, du sparst jetzt, ne? Aber dann am Ende des Tages gibst du wirklich wieder dein Geld aus. Ja, die machen das immer alles raffiniert, ey. Raffiniert, Freunde. So, gucken wir erstmal dazu. Also, wie gesagt, beim iPhone, ich bin zufrieden mit meinem iPhone. Mein 4S läuft und läuft, was es soll, hin und wieder ein paar Aufhänger mal, aber das ist nicht anders bei anderen Geräten. Also, ich bin sehr zufrieden damit. Nur, was ich sagen muss, ganz ehrlich, das iPhone 4S und generell das 4er, und ich glaube, das 3GS war auch noch so, und das 3er, erst ab dem 5er kam ja ein 4 Zoll Bildschirm. Ich habe jetzt noch 3,5 Zoll. Und ich bin jetzt auch der Typ, der sich abends, ADV-Tüller-Mama. Ich bin jetzt auch mal der Typ, der guckt sich abends im Bett natürlich ganz gerne mal noch so eine Runde The Big Bang Theory an oder so. Nein, ich guck mir abends im Bett keine Pornos mehr an. Für die, die sich jetzt wieder dachten, er guckt sich was an abends. Oh. Bin ich natürlich der, auch der ganz gerne mal noch eine Sendung guckt abends. Ja, und wenn er da ein iPhone hat, ist natürlich klasse, aber Leute, 3,5 Zoll. Ja. Oder wenn ihr mal GTA spielt, gibt's ja auch auf dem Handy. Ist auch richtig geil. Ja, aber Leute, 3,5 Zoll. Ja, 3,5 Zoll, Freunde, da lädt er mich jetzt mal ein, ist Zeitverschwendung. Ist inkompetent, oder? 3,5 Zoll, Freunde, ist natürlich jetzt nicht die Welt. Ist extrem wenig. Wenn ich mir gucke, mein Vater hat das Galaxy Note 3. Das hat, glaube ich, 5,5 oder so. Oder das Samsung Galaxy Mega hat 6,3 Zoll. Das ist ein Gerät, Freunde. Nee, aber es ist auch schon übertrieben. Ich finde so 4,5 bis 5 Zoll muss es haben. Und ich bin mal gespannt, weil Gerüchte nach zur Folge soll das iPhone 6 ja auch größer werden.
Ich bin gespannt, Freunde.